Der Agape-Rehabilitationskomplex ist seit 2016 in Betrieb und bietet körperliche, soziale und geistige Rehabilitation für Menschen mit Behinderungen. Zu Beginn des Krieges wurden über 1000 Menschen mit Behinderungen, ihre Angehörigen und Betreuer über einen Zeitraum von 3 Monaten durch das Agape-Rehabilitationszentrum nach Europa evakuiert. Nach der Evakuierung nahm der Agape-Rehabilitationskomplex seine Tätigkeit wieder auf und ist auch heute noch in Betrieb und bietet Rehabilitationsmaßnahmen. Aufgrund des täglichen Beschusses der Ukraine durch russische Aggressoren haben die Patienten und Mitarbeiter des Komplexes ein dringendes Bedürfnis nach Sicherheit. Zu diesem Zweck haben wir mit dem Bau eines neuen Gebäudes begonnen, in dem im Untergeschoss ein Schutzraum entstehen wird. Weitere Rehabilitationshallen und Patientenzimmer werden auf anderen Etagen errichtet. Wir stehen am Eingang der Unterkunft, wo eine Rampe gebaut wurde, damit sich Menschen mit Behinderungen schnell in Sicherheit bringen können. Die Unterkunft bietet Platz für 130 Personen, sowohl Mitarbeiter als auch Patienten, und ist mit 2 großen Spezialbädern für Menschen mit Behinderungen, einem Aufzug, 2 Stromgeneratoren, autonomer Heizung, automatischer Frischluftzufuhr, Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten und Treibstoff für 20 Tage ausgestattet. Wir haben die Hauptarbeiten bereits abgeschlossen und mit der Dacheindeckung begonnen. Jetzt brauchen wir dringend finanzielle Unterstützung, um mit dem Innenausbau zu beginnen und die Notunterkunft so auszustatten, dass sie bis zum Ende dieses Jahres vollständig belegt werden kann. Wir danken der Deutschen Evangelischen Allianz und den Brüdern und Schwestern aus allen deutschen Kirchen herzlich für ihre großartige Hilfe für das ukrainische Volk seit Beginn des Krieges. Wir danken Ihnen für Ihre Beteiligung an der Evakuierung von Menschen mit Behinderungen und ihren Familien nach Westeuropa und an der Wiederaufnahme der Ferienaufenthalte für die Familien der Mitarbeiter des Agape-Rehabilitationszentrums. Wir laden Sie ein, den Bau der Unterkunft finanziell zu unterstützen, um den Patienten und Mitarbeitern des Agape-Rehabilitationszentrums Sicherheit zu bieten.